Die Drehscheibe Dresden Sommertour wird Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Celebrate QF. Edle Tropfen hoch über den Dächern der Stadt zur Pop-Up-Weinbar am 9. Juli. Mit Jens Pizonka von der Weinzentrale Dresden und den Winzern Matthias Schuh, Juliane Eller und Stefan Winter. Auf der Terrasse gibt's Leckeres vom Grill. Das Ganze bei freiem Eintritt und Live-Musik. Celebrate QF. Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Dresden am Donnerstagabend. Diese Themen haben wir heute für Sie. Sommertour, eintauchen ins kühle Nass, wenn die Hitze kommt. Rathaus, Ärger um Brandschutz zwischen Verwaltung und Rat. Und Sonnenstrahl, 10 Jahre Musiktherapie für kranke Kinder. Sommer, Sonne, Sonnenbrand. Eigentlich. So richtig ist dem Badewetter im Moment nicht zu trauen und in den Freibädern herrscht gehende Leere. Franziska Hirschelmann hat sich in Großröhrsdorf mal angeschaut, was die Besucher dort alles erleben können, wenn dann der Sommer kommt. Und das soll am Wochenende ja schon soweit sein. Grüße, liebe Zuschauer. Ich bin heute zu Gast im Maseneibad bei Großröhrsdorf und wir wollen hier heute einfach mal einen wunderschönen Sommertag genießen. Noch ist nicht so viel los, aber das wird sich, denke ich, in wenigen Minuten ändern. An meiner Seite kann ich nun Mario Kneus begrüßen und jetzt sind wir ja mitten in den Sommerferien und das merken Sie sicherlich auch, weil bestimmt viele Kinder und Jugendliche Sie jetzt in letzter Zeit oder auch künftig besuchen werden. Ja, das hoffen wir. Das Wetter muss natürlich mitspielen, aber wenn schönes Wetter ist, werden uns natürlich viele Gäste hier besuchen kommen in Maseneibad Großröhrsdorf. Nun haben Sie ja auch ein ganz tolles Angebot hier, was ja von 50 Meter Schwimmbecken bis hin zu Rutschen reicht. Was kann man denn alles hier erleben? Ja, kann man viel erleben. Wir haben es ja schon gesehen, ne? Wir haben eine große Wasserfläche hier, bieten viel an für unsere Badbesucher. Zum Beispiel im hinteren Bereich des Maseneibads ein separates Kinderplanschbecken mit allem drum und dran. Und dann im vorderen Bereich für die Jugendlichen, für die anderen Badegäste, ein Erlebnisbereich mit einer Familienrutsche, mit Erlebnisrutschen, davon zwei, 66 und 61 Meter lang. Wasserpilze, eine Wasserblume, Fontänen und ein Strömungskanal, also reichlich Angebot. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer. Wir melden uns gleich nochmal hier aus dem Maseneibad Großröhrsdorf. Also bis gleich, bleiben Sie dran. Die Lehrerausbildung in Sachsen wird stetig weiter ausgebaut. Um das Bundesland für angehende Studenten attraktiver zu machen und um auf gesellschaftliche Veränderungen im Freistaat zu reagieren, hat das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die Anzahl der Studienplätze für das Lehramt an den Hochschulen erhöht. Ab 2017 wird es 200 zusätzliche Lehramtsstudienplätze an den 5 lehrerbildenden Hochschulen in Sachsen geben. Die letzten Zielvereinbarungen dazu beschloss die Hochschulentwicklungsplanung in den vergangenen Wochen. Bereits in den Jahren 2012 bis 2016 erhielten die Hochschulen eine Aufstockung von ca. 1.000 auf 1.800 Studienplätze. Mit nun 72 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr 200 weitere Beschäftigungsverhältnisse und Stellen sowie Sachmittel finanziert werden. Die erhöhte Zahl der Studienplätze ist eine entscheidende Voraussetzung, um auch in Zukunft die Qualität des sächsischen Schulsystems zu erhalten, so Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange. In den Schulen werden vor allem Lehrkräfte in den sogenannten MINT-Fächern in größerer Zahl benötigt. Der Bedarf an jungen Lehrkräften an den Grundschulen, Oberschulen, Berufsschulen und Förderschulen ist besonders hoch. Neu in den Zielvereinbarungen ist, dass insgesamt 80 Studienplätze für das Fach Deutsch als Zweitsprache bereitgehalten werden. Die Hochschulentwicklungsplanung kündigte an, bis 2025 die Lehramtsausbildung auf diesem hohen Niveau zu sichern. Dazu gehören neben zusätzlichen Studienplätzen auch Verbesserungen in der Studienberatung und die Bemühung, verstärkt Praktika in das Studium zu integrieren. Wir machen eine kleine Pause, liebe Zuschauer, und melden uns dann gleich wieder zurück mit noch mehr aktuellen Themen. Also bleiben Sie dran.
Es geht wieder rund und hoch hinaus. Die Dresdner Vogelwiese auf dem Volksfestgelände Pieschener Allee. Ermäßigte Fahrten gibt's mittwochs zum Familientag und donnerstags zur Ladies Night. Am 10. Juli großes Vogelschießen auf der Vogelwiese. 9. bis 24. Juli täglich ab 15 und am Wochenende ab 14 Uhr. Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Primacom und Telekolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99 nur bei Primacom und Telekolumbus.de. Wenn Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed surfen und telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99 nur bei Primacom und Telekolumbus.de. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Die Dresdner Hochschulgruppe Fahrrad setzt sich mit einer kreativen Aktion für mehr Fahrradbügel auf dem Campus der TU Dresden ein. Mit Kreide werden Fahrräder auf dem Asphalt markiert, die keinen Fahrradständer gefunden haben. Unter dem Hashtag mehr Bügel werden Fotos davon dann auf Twitter oder Facebook gepostet. Die Studenten fordern 2500 neue Fahrradstellplätze auf dem Campus der TU Dresden. Donnerstag nächste Woche kommt der Stadtrat aus der Sommerpause zurück, um sich außerplanmäßig mit dem Brandschutz im Rathaus zu befassen. Heute informierte die Stadt bereits über die Probleme. Mehr dazu sehen Sie jetzt. Das Dresdner Rathaus holt die Stadträte nächsten Donnerstag aus dem Sommerurlaub. Hintergrund ist, 2 Gutachten hat die Verwaltung jetzt vorgelegt, die dringenden Handlungsbedarf für den Brandschutz im gesamten unsanierten Bereich des Gebäudes aufzeigen. Wir haben die Situation im Rathaus, dass wir derzeit den gesamten unsanierten Teil als einen Brandschutz- und Rauchschutzabschnitt haben. Das heißt, alle Flure sind miteinander verbunden. Da müssen wir verschiedene Brandschutz- und Rauchabschottungen reinbringen, damit dann der Fluchtweg für den einzelnen Betroffenen, für den einzelnen Mitarbeiter nicht mehr als 30 Meter beträgt. In seiner letzten Sitzung hatte der Stadtrat die Räumung der akut gefährdeten 4. Etage beschlossen. Der Rat hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat gesagt, ja, erstens 4. Etage ausziehen könnt ihr machen. Zweitens das Geld für das, was ihr euch überlegt habt, kriegt ihr auch. Aber drittens wollen wir jetzt noch nicht anfangen, sondern es sollen noch verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und der Rat will dann erst im November entscheiden. Und die Bauaufsicht sagt jetzt, naja, es ist wieder Zeit, die ins Land geht. Und Zeit ist das, was wir eigentlich jetzt gar nicht mehr haben. Und daher ist dann eben der Widerspruch von der Bauaufsicht initiiert worden und Frau Klepsch hat ihn eingelegt. Wo es dann zum Brandfall kommt, fragen alle, wie konnte das sein? Und wir haben, wie gesagt, das Problem, dass wir seit November letzten Jahres die Aussage eines Gutachters haben, dass man nicht ohne kompensatorische Maßnahmen das Rathaus weiter betreiben kann. Und aufgrund des danach erstellten Konzeptes haben wir versucht, diese kompensatorischen Maßnahmen jetzt auch möglichst schnell umzusetzen. 2 Millionen Euro bis Ende 2018 fallen an Bau- und Mietkosten laut Frohjohann an. Die provisorischen Brandschutztüren können bei einer vollständigen Sanierung des Rathauses nicht weiterverwendet werden. Diese Maßnahmen sind tatsächlich nur temporär bis zum endgültigen Umbau des Rathauses. Da wir da aber ja noch nicht wissen, wie lange wir am Ende wirklich brauchen und wie vielen Abschnitten wir bauen, werden Teile dieser kompensatorischen Maßnahmen, dieser temporären Maßnahmen durchaus über mehrere Jahre stehen. Mit der Bauaufsicht im Nacken sieht sich die Stadtverwaltung unter dringendem Zugzwang für alle Etagen des unsanierten Gebäudeteils. Deshalb hat sie Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss eingelegt.
In dem Widerspruch, der jetzt eingelegt worden ist, steht da drin, dass dann kein Ermessen mehr da ist. Das heißt, wir haben mal dann halt Sorge, dass die Bauaufsicht gar nicht anders kann, als dann eine Räumung des Rathauses irgendwann mal anzuordnen. Und das ist ein Prozess, der sich sehr ungeordnet erstmal anhört, weil wir müssen 420 weitere Mitarbeiter irgendwo unterbringen in irgendwelchen Immobilien, die haben wir nicht. Wir können aber auch ein Jugendamt nicht einfach zumachen, weil ja da die Hilfen weiterlaufen müssen. Wir können einen Eigenbetrieb Kindertagesstätten nicht einfach zumachen, weil auch da die Plätze weiter vergeben werden müssen und nicht alles läuft online. Der Auszug aus der vierten Etage am Dr. Kölzring ist beschlossene Sache. Er wird für das dritte Quartal des Jahres anvisiert. Nächsten Donnerstag soll der Stadtrat grünes Licht für einen provisorischen Brandschutz in den darunterliegenden Etagen erteilen. Sollte der Stadtrat diesen nicht genehmigen, droht der Auszug aller Mitarbeiter aus dem unsanierten Komplex. Das wäre laut Vorjohann wesentlich teurer als der Einbau von Interimsbrandschutzwänden. 10 Jahre Musiktherapie beim Sonnenstrahl e.V. in Dresden. Julia Bors aus Hoyerswerda ist eine der ersten Krebspatienten, die vor 10 Jahren mit der Musiktherapie des Vereins begannen. Julia war damals im 7. Lebensjahr, als bei ihr Leukämie ausbrach. Heute gilt die inzwischen 17-Jährige als geheilt und erinnert sich mit ihrer Musiktherapeutin Julia Grützner an die damaligen Stunden. Therapie half Julia damals, den Krankheitsalltag besser zu überstehen. Also Therapie hat bei mir bewirkt Ablenkung, Erholung vor allen Dingen, dass man auf andere Gedanken kommt als nur, was muss man als nächstes machen sozusagen oder welche Therapie hat man als nächstes. Und genau, wir waren immer so eine kleine Gruppe von 3 Personen, die sehr viel musiziert haben, Schwachsinn gemacht haben sozusagen. Also sehr viel Spaß hat man gehabt. In den 10 Jahren entwickelte sich das Projekt immer weiter. Waren am Anfang 8 Wochenstunden Musiktherapie angesetzt, sind es inzwischen 49. Die Dresdner Uniklinik finanziert 15 Stunden davon, die restlichen Stunden übernimmt der Sonnenstrahl e.V. Die Musiktherapie an sich findet in der Regel im Krankenhaus statt. Also ich bin direkt ja auf der Station im Akutbereich. Das heißt, wenn die Kinder wirklich die Chemotherapie auf der Station bekommen, bin in den allermeisten Fällen am Bett des Kindes. Das sind 1- und 2-Bettzimmer bei uns auf der Station. Ich habe einen Instrumentenwagen, den bringe ich mit ins Zimmer mit allerlei Instrumenten, Gitarren, Trommeln, allerlei kleinerem Instrumentarium, Off-Instrumentarium. Und dann spielen die Kinder im Bett, je nach Befinden, auf dem Stuhl, wie sie eben mobil sind und ganz selten, dass wir auch mal das Zimmer verlassen können. Pro Jahr werden etwa 50 Krebspatienten durch die Musiktherapie betreut, die seit geraumer Zeit nicht mehr nur im Krankenhaus durchgeführt werden muss. Also zum einen erlebe ich die unglaubliche Entwicklung der Musiktherapie. Das heißt, wir hatten im letzten Jahr die Möglichkeit, die Musiktherapie auszuweiten, eben vom Stationsbereich, auch in den ambulanten Bereich hinein. Und ich erlebe das gerade hier bei uns im Elternhaus, dass die Familien, die mit ihren Kindern hier bei uns sind, dass die Kinder, die einfach diese Abwechslung der Musiktherapie hier bei uns im Haus haben, auch wirklich aufblühen in so einer Phase. Und auch auf Station ist das immer wieder eine Abwechslung. Man kann Gefühle zum Ausdruck bringen. Für die Eltern ist es auch einfach mal die Möglichkeit, rauszugehen, einen Kaffee zu trinken, mal kurz durchzuatmen und diese halbe Stunde der Musiktherapie oder auch die Stunde der Musiktherapie auch mal für sich zu nutzen. Die Resonanz ist groß. Deshalb plant der Verein im Elternhaus 2017 einige Veränderungen. Es ist so, dass der Bedarf an Elternwohnungen tatsächlich weiter hoch ist. Also das heißt, dass wir eben vielen Familien die Möglichkeit geben, wenn die Kinder stationär aufgenommen sind, hier zu übernachten. Und in Planung ist gerade tatsächlich, dass wir diese Anzahl der Elternwohnungen im nächsten Jahr nochmal erhöhen wollen, dass wir hier noch 2 weitere Zimmer schaffen wollen.
Und das sind eben nicht nur die Zimmer, sondern das ist natürlich auch das Mobiliar. Und zum anderen, das geht dann auch weiter, im Erdgeschoss haben wir 7 Elternzimmer, die dort seit 2003 bestehen, in permanenter Benutzung sind und die einfach auch natürlich nach und nach dann auch mal renoviert werden müssen, wo neue Möbel angeschafft werden müssen. Weil die Musiktherapie seit 10 Jahren krebskranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wird es am 7. August ein Benefizkonzert in der Dresdner Kreuzkirche geben. Beginn ist 17 Uhr. Mit den Einnahmen soll unter anderem die Musiktherapie des Sonnenstrahl e.V. unterstützt werden. Die Drehscheibe ist auf Sommertour und gleich geht's bei uns weiter hier aus dem Maseneibad in Großröhrsdorf, also bleiben Sie dran. Den heute im Bundestag beschlossenen Gesetzesentwurf des Sexualstrafrechts haben auch sächsische Politiker begrüßt. Justizminister Gemko wies darauf hin, dass darin auch ein Anliegen Sachsens aufgegriffen wurde, dass künftig auch tätliche sexuelle Belästigung und sogenannte Grabschereien konsequent unter Strafe gestellt werden. Gleichstellungsministerin Petra Köpping zeigte sich froh darüber, dass sich die Frauen im Bundestag parteiübergreifend einigen und für andere Frauen stark machen konnten. Soweit die Nachrichten des Tages. Gleich geht es bei uns weiter mit den Servicemeldungen und der Sommertour aus dem Maseneibad. Die Hauptstraße, der Dresdner Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen. Und bis heute ist sie eine der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden. Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten, vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche bis hin zum Albertplatz laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein. Shoppen, Schlemmen, Schlendern. Die Hauptstraße, Dresdens Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Ja, die neue Produktion. Hammer, gut investiert. Ja, bis dann. Weltweit ist einfach, wenn man für Investitionen einen Partner mit internationalem Netzwerk hat. Sachsens erste Fußballgolfanlage in Ottendorf-Ockrilla. Testen Sie auf 18 Bahnen mit besonderem Spaßfaktor Ihre Teamfähigkeit, Koordination und Konzentration. Ob Schulklassen, Kindergeburtstage, Familien, Firmen oder Einzelspieler, jeder kommt hier auf seine Kosten. Soccergolf Sachsen in Ottendorf-Ockrilla. Fußball-Europameisterschaft im Demnitz-Elbe-Garten. Alle Spiele live auf einer 12 Quadratmeter LED-Leinwand in Top-Qualität. Keinen Eintritt, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch alle und auf alle Spiele mit euch zusammen. Ja, grüße liebe Zuschauer, heute Abend gibt es eine neue Nachtschicht und zwar mit den frisch gekrönten Shopping-Queens aus Dresden, Luisa und Christine. Und getreu dem Motto Eyecatcher haben wir natürlich die Sonnenbrillen auf, aber mehr dazu heute Abend 23 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Willkommen zurück im Maseneibad Großröhrsdorf. Herr Kneus, wenn man Sie besuchen möchte, muss man sagen, dass es überhaupt nicht weit von Dresden entfernt ist, weil man wirklich in ganz kurzer Zeit ja, zu Ihnen gelangt. Ja, das ist richtig. Wir haben auch viele Dresden-Besucher. Der schnellste Weg ist natürlich über die A4 Richtung Görlitz und dann in der Autobahnabfahrt Brettnichhaus-Walde Großröhrsdorf runterfahren und dann ist man schon fast hier im Maseneibad. Also wirklich nur ein Katzensprung, was ich besonders schön finde und was mir auch sofort aufgefallen ist, man hat bei Ihnen ganz, ganz viele Liegeflächen. Das heißt, auch wenn jetzt in den Sommerferien ein bisschen mehr los ist, hat man doch noch Platz und Privatsphäre für sich, um wirklich zu entspannen. Ja, das ist richtig. Wir bieten 25.000 Quadratmeter Liegeflächen an und bei viel Badebetrieb findet man noch ein ruhiges Plätzchen. Ja, und die so ein bisschen komfortabler liegen wollen, können sich bei Ihnen sogar Liegen ausleihen. Ja, das stimmt. Das kann man in unseren Imbiss, in unteren Imbiss, Hallenimbiss, kann man eine Sonnenliege ausleihen. Also die nicht auf dem Wiesen liegen möchten, die können das da machen.
Wenn wir jetzt mal beim Thema Imbiss sind, für kulinarische Köstlichkeiten ist quasi ausgesorgt, man verhungert bei Ihnen auf gar keinen Fall. Auf alle Fälle nicht. Wir bieten zwei Imbisse an, also für viele Badbesucher, da funktioniert das schon ganz gut mit zwei Imbissen. Ja, was wäre ein Freibad ohne ordentliche Sprungtürme? Und da haben Sie ja hier auch einiges zu bieten. Ja, das haben wir. Wir haben eine schöne Sprunganlage hier mit einem 1-Meter-Brett, einem 3-Meter-Brett und eine 5-Meter-Plattform. Und das wird auch, glaube ich, sehr intensiv genutzt, oder? Ja, ja, wird viel genutzt. Sie kommen auch von weit her, weil in anderen Bädern gibt es sowas nicht. Und dann wird hier kräftig gesprungen. Ja, neben Ihren Sprungtürmen haben Sie aber auch noch ganz tolle andere Freizeitangebote, die man ja außerhalb des Wassers hier betreiben kann. Tischtennisplatten, dann haben wir ein Volleyballfeld, ein Fußballfeld, eine Kinderspielplatzanlage am Kinderplanschbereich. Ja, viel eigentlich. Also kann man sich hier den ganzen Tag beschäftigen, muss nicht nur schwimmen, aber man kann sich nach seinem Jahr Fußball, Volleyball oder was auch immer richtig schön abkühlen. Genau, man kann sich sportlich betätigen und wenn man dann gespitzt hat, kann man schön ins Wasser gehen. Aber vorher duschen. Ja, sollte man machen. Ganz herzlichen Dank an Sie. Also kommen Sie einfach mal vorbei. Das Wetter stimmt ja, hoffentlich bleibt so. Und genießen Sie die Sonne und das wunderschöne Wasser hier im Maseneibad Großröhrsdorf. Das Känguru-Hüpfburgenland ist noch bis zum 24. Juli in Dresden. Auf dem Festplatz an der Pirnaer Landstraße lädt der mobile Erlebnispark mit Hüpfburgen und Riesenrutsche Kinder zum Toben ein. Während des Spaßnachmittags für die Kinder können sich die Erwachsenen im Kaffeegarten entspannen. Der Glöckner von Notre Dame mit Tom Pauls ist am Freitag wieder auf der Felsenbühne Rathen zu sehen. In diesem Sommer spielt neben Tom Pauls auch Jürgen Hase mit und übernimmt die Rolle als König der Pariser Zigeuner. Peter Kube probt mit ihnen, bevor das Stück wieder startet. Wie ein Dom ragen die Gipfel der Felsenbühne in den Himmel und bilden eine einmalige Kulisse für die berühmte Liebesgeschichte zwischen der schönen Esmeralda und dem hässlichen Glöckner Quasimodo. Wenn sich im Juli bundesweit die Vorhänge für Smaragdgrün öffnen, erlebt die Edelstein-Trilogie ihren Höhepunkt und zugleich ihren Abschluss. Grund genug für die Darsteller, einer der erfolgreichsten deutschen Filmreihen der letzten Jahre, sich auf Kinotour zu begeben. Am Sonntag kommen die Hauptdarsteller Janis Niewöhner und Laura Berlin in den Dresdner Kristallpalast. Dort werden sie zunächst die Gäste der Vorstellung um 17.30 Uhr begrüßen, bevor sie ab etwa 19.30 Uhr im Foyer eine Autogrammstunde geben. Das Wetter bei Dresden Fernsehen wird präsentiert von Das Tierhotel, die Manufaktur für gesunde Tiernahrung. Einige Wolkenfelder haben am Donnerstag die Sonne über Dresden verdeckt. In den nächsten Tagen wird es zunehmend sommerlicher. In der Nacht zu Freitag gehen die Werte auf 11 Grad zurück. Zum Ende der Woche erwartet uns ein Sommermix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen betragen 25 Grad. Auf viel Sonnenschein können wir uns am Samstag freuen. Nur ab und zu ziehen harmlose dünne Wolken vorüber. Die Werte klettern am Tag auf 24 Grad. Bei satten 29 Grad scheint am Sonntag verbreitet die Sonne in Dresden. Und auch am Montag laden Hitze und Sonne zum Baden ein. Auf bis zu 31 Grad klettern die Temperaturen auf dem Thermometer. Ganz gleich, wie das Wetter wird. Goldige Aussichten haben Sie mit der Münzgalerie Pirna. Das war die Drehscheibe Dresden für Donnerstag, liebe Zuschauer. Morgen geht es mit der Sommertour ins Boulevardtheater Dresden. Wir treffen das neue Brückenmännchen. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Die Dresden Sommertour wurde Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden.